So, jetzt wollen wir mal schauen, ob wir einen dieser Tricks hier live hinbekommen und wie oft es braucht, um das hinzukriegen. Mit was fangen wir an? Ja, also einmal David Anlauf nehmen, wird diese Rampe hochspringen, einen Salto machen und ich werde ihm versuchen, die Cappy aus der Hand zu schießen. Ein bisschen wie in dem Video, der Trick mit dem Trampolin. Also du rennst da raus, machst einen Salto und ziehst dir da währenddessen oder davor das Cappy aus und er schießt mit dem Tennisschläger da rein. Das ist das Ziel, genau. Ja, das ist das Ziel, gut. So, da bin ich mal gespannt. Toi, 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 ne? Sag ich nur. Habt ihr geübt vorher, oder? Ja, hier. hat er dich schon getroffen? Ja, vorhin. Aber er hat's Ball schon, am Oberarm. Er hat es auch schon geschafft. Ja, weil er zieht ja ziemlich feste auch, ne? Ja. Ja, also toi, 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 ne? Solange es nicht hier ist, ist alles in Ordnung. Ja, okay. Na, okay, dann probiert mal. Ja, fast. Aber der Salto ist schon mal Applaus wert, oder? Ja. Okay. Boah, wo war der denn? Arm, Unterarm? Ja, aber war schon gut. Hast du keine Angst, dass du den irgendwie mit Schmackes in die Fresse kriegst? Ist so, noch nicht passiert. Danach habe ich bestimmt Angst davor, aber so lange noch nicht. Ja, okay. Ja, okay, okay. Der zweite Versuch war zumindest schon mal den Menschen getroffen. Das ist schon mal gut. Okay. Ja, Nummer 3. Wie oft kannst du so einen Salto machen? Würde mich auch mal interessieren. Bis er trifft. Ja, echt so lange? Ja, ein paar Stunden geht das. Aber ich glaube, wir sollten vorher fertig werden. Ne? Ja. Okay. Wir geben nicht auf. Da! Ah. Er war in der Mütze. Der war in der Mütze, wollte ich gerne. Ja. So. Wow. Jetzt ich. Pass auf, jetzt ich. Also jetzt ich. Nochmal. Okay. Ja, jetzt ich. Traust du dich? Natürlich. Traust du dich? Also was muss ich machen? Wenn er abspringt, muss ich ungefähr wohin schießen? In der Mitte von der Wand? Bitte was? Slow-Mo. Ah, Slow-Mo. Wir haben die Slow-Mo, sehe ich gerade. Können wir die Slow-Mo bitte zeigen? Achtung, da. Ja, also war in der Mütze drin, sage ich jetzt mal. So. Also ungefähr da, so die Höhe. Warte mal, ich muss da gerade. Ja, zeig mir mal ungefähr die Höhe. So. Yeah. Oh. Ja. Pass auf, es klappt gleich. Ich mach gleich Topspin. Ja. So, ich spring einfach mal. Das war schon nicht schlecht. Ja. Okay, okay. Okay? Ja, ich bin klar. Wow! Knapp am Kopf vorbei, ne? Ja. Aber ich sehe den Ball immer noch. Ja. Knapp vorbei ist auch daneben. Du schlägst aber auch nicht so doll wie er. Das ist ja, okay. Ich zieh nicht so oft durch wie der. Warte mal. Okay. Achtung, jetzt bin so weit. Okay. Ja. Nein. Jetzt beim nächsten Mal klappt's. Pass auf. Ich hab's im Gefühl. Ich bin so weit. Nur bei dem Schlag den Rabspiel, das letzte, was anderthalb Stunden gedauert hat, war? Ja. Genau. Und ich war froh, dass du getroffen hast, endlich. Okay. Jetzt einen versuch ich noch. Ja, du hast die Mütze weggezogen, sonst wäre er drin gewesen. Ja. Gut, komm, lass was anderes machen. Hier, Golftricks. Golftricks. Zeigst du welche? Wir können dir einen machen, ja? Ja, okay. Also wir spielen den Ball gegen die Wand und versuchen, dass der Ball schön in dem Eimer landet. Du spielst den Ball gegen diese Wand und der Ball soll dann zurücktitschen und in dem Eimer landen. Genau, das wäre... Bist du ein guter Golfer, also auf dem Platz? Ja, schon. Also ich spiele jetzt erst seit Sommer. Ja. Aber als Tennisspieler hat man da schon viele Vorteile so mit... Dem Druck hinter dem Ball und das funktioniert ganz gut, ja. Ja, was heißt das im Handicap? Ist unter 20. Ist das gut? Ja, also 18 ist, würde ich behaupten, für den Hobbyspieler ganz ordentlich. Ja, dann fangen wir an. Aha. Das war nicht gewollt. So. Also ich halte noch mal fest, du hast aus 1,30 Meter die Wand nicht getroffen. Ja. Das ist aber, wahrscheinlich die Aufregung. Ja, so viel zum Thema beim Golf spielen. Ja, das kann passieren. Ne? Ah! Fast, aber in der Mütze war er schon mal. Ja. Das braucht sehr viel Gefühl.
Das braucht sehr viel Gefühl und Richtung und so. Hua! Stell doch den Eimer mal ein bisschen nach da. Oder soll der da stehen bleiben? Du darfst gerne verschieben. Also in den Videos ist es so, wenn wir den Eimer verschieben, dann klappt's nicht. Ah, okay. Aber nee, jetzt ist es, glaube ich, gut. Pass auf. Jetzt müsste ich eigentlich die linke Kante treffen, das wäre so. Ja. Ja, aber im Prinzip ist er drin. So. Wir können das natürlich jetzt leider hier nicht in der Länge machen. Aber jetzt. Die Clips kann man sich wo angucken, die Clips, die ihr gemacht habt? YouTube, einfach The Coroons, immer noch mit 3 O. Ja. Und ja. So, du warst mal bei Wetten, das sogar, ne? Genau, was, ja. was hast du gemacht? Was hast ich du bin gegen Pferd angetreten, bin also über Parcours-Hürden rübergegangen, Pferdeparcours. Ach so, Springreiten gegen genau, Pferd? Genau, Springreiten, du? Ich gegen das Pferd, genau. Ja. Das. Und wer hat gewonnen? Das Pferd. Aber ich habe Wetten, das gewonnen, die Sendung. Ach so, du bist Wettkönig genau. geworden? Na, ja. Guck mal einer an. Das ist doch auch mal ein Applaus wert. Ja. So, jetzt genau. Ich nehme mal das Abschlagpad hier. So. Du musst jetzt ein bisschen den Kopf einziehen, wo soll ich es hinlegen? Hier, so vielleicht. So, ich muss da oben, also Folgendes habe ich vor. Ich schieße den Ball dort oben hin. Jetzt muss ich aber erst noch hier am Schreibtisch. Also ich schieße gegen das TV-Total-Logo da vorne, so ist zumindest der Plan. Ja? Und von da aus titscht der Ball in die Richtung von der Band. Erstmal oben gegen eine Lampe am besten. Und dann gegen die Band, dann hier wieder zurück und auf diesem Tisch in diesen Eierbecher hier rein. So. Soll ich das weglegen? Ja, kann ich wegtun, ne? Stell ich mal hier unten hin, so, und dann, so, jetzt muss ich mich konzentrieren. So. Letztes Mal hat es gut funktioniert mit deinem Tennistrick, ne? Mal sehen, was du heute zauberst. Beim Tennistrick war es super beim letzten Mal, ja? Das hat tatsächlich, soll ich ihn hier drauflegen am besten, ne? So. Alles klar da vorne? Gucken Sie genau, wenn der Ball kommt, einfach kurz wegducken, ja? Achtung. So, seid ihr bereit? Okay, Achtung und